Willkommen zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2 Discover the World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, heute am Mittwoch, und ich bin zurzeit auf der Gamescom und sag mal schöne Grüße von Köln nach euch zu Hause. So, jetzt überlege ich gerade. Genau, ihr seht schon, Landschaft hat sich verändert. Es ist weiß geworden. Wir sind durch eine Stadt gefahren namens Borgarnes. Sagt mir so auch nichts. Wir chillen hier noch immer mit unserem neuen LKW Scania T. Wurde sich ja gewünscht, dass wir ein bisschen moderner werden hier. Nicht mehr so alten Krücken rumfahren. Und ich kann so viel sagen, es wird noch viel, viel interessanter hier. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen. Ja, freut ihr schon drauf. Auch hier an dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich das in einer Staffel aufnehme. Das heißt, ich kann nicht direkt auf eure Kommentare eingehen. Ich habe hier noch eure alten Kommentare liegen, wo ich zum Teil noch drauf eingehen werde. In der ersten Folge, sag mal, dieser Staffel habe ich schon einige abgearbeitet. Ich habe zum Beispiel hier stehen, dass wir mal nach Vaduz fahren sollen. Da muss ich mal schauen, wie sich das so ergibt, sag mal. Ne? Ich mache das natürlich auch immer, auftragsabhängig, welche Aufträge haben wir, und mal schauen. Genau, und übrigens diese gelben Gedöns hier an die Leitpfosten oder so, das ist eigentlich nur für den Winterdienst geeignet, damit die irgendwie wissen, wo die Straße ist. Also wurde in die Kommentare geschrieben so. Warum fahren wir 80? Hier ist nur 60. Hallo, Boxfresh. Sag mal, du spinnst ja wohl. Ist hier auch interessant an, ne? Sehr nice. Okay. Ne, hier ist 80. Hier ist 80. Mann. So. Ich glaube, es hackt hier. Schon wieder verwirrt. So. Ja, also auch die Innenausstattung gefällt mir beim Scania T sehr gut. Hab ja schon gesagt, dieses Digitale und so. Da hatte ich ja so ein bisschen mal ein Problem bei den alten LKWs, aber auch da, sag ich mal, muss man sich reinfinden. Wir transportieren hier Achsen, soweit ich weiß. Was ist das hier für ein schöner... Keine Ahnung, ich kann das hier eigentlich alles aussprechen. Also, so komische Städte und so, es ist echt... Also, wenn man hier in der Gegend noch nicht war, dann, alles klar. Auf jeden Fall... Ja, ich glaube, es ist auch ganz interessant für euch, dass wir jetzt mal oben rumfahren, weil unten rum, das kennt ihr ja schon alles. Aber ansonsten, ja, eigentlich gibt es gar nichts so Neues. Jetzt ist beispielsweise wieder 60. Schon aufpassen, das war sauber um die Kurven fahren. Ich meine, hier ist nicht so viel Verkehr, na klar, aber wenn, wollen wir das ja auch richtig machen. Jetzt wieder 80, alles klar. Wahrscheinlich gleich wieder 60. Alles klar, jetzt zum Beispiel. Am besten wir fahren durchgehend 60, weil es auch gleich glatt wird. Das kann ich schon mal sagen. Und, hier zu überholen ist natürlich ein bisschen... gefährlich, ne? So, mal schauen, was wir hinbekommen. Ja, ich halte lieber ein bisschen Abstand, weil das ist ja sonst, wenn gleich noch ein Unfall passiert, das ist natürlich auch nicht schön. Und ja, wir haben noch eine ganz schöne Reise vor. Also wie gesagt, es geht nach Norwegen. Und kennen wir natürlich schon außen. Wie gesagt, aus dem Scandinavia-Add-on, aber das ist weiter ausgebaut. Also die Stadt gibt es so nicht, sag ich mal, also im Add-on dabei. Die ist durch diese Karte erweitert. Also ich spiele auf der Promo 2.1 mittlerweile. Damals war es ja noch 2.03. Oh, was ist da los? Moment, fahr mal ein bisschen langsamer. Mal Warnblinker an.
War da schon Polizei? Oh, da ist ein Unfall. Da ist ein Laster umgekippt. Oh Mann. Okay. Hä? Hält er jetzt extra Abstand, weil ich Warnblinker mache? Ist ja interessant. Ich weiß es nicht. Naja, dann können wir wieder ausmachen. Auch interessant, sehr interessant, ja, durch so, sag mal, so schöne Events, also, ist natürlich, ne, nicht schön, aber, natürlich spannend, kann man sagen. Spannend, dass sie sowas eingebaut haben. Warte mal, war das jetzt hier ein Unfall? Ja, klar. Weil da auf einmal irgendwie so ein Radler da stand. Ich dachte, was ist denn jetzt los hier? Ja, wir geben mal Gas. 80 ist hier. Perfekt. Genau, er hat immer wieder das Pfeifen, weil das ist dann halt, wenn ich den Thermomaten einstelle. Ich bremse natürlich auch immer noch mit. Zack. Schöner Huppel. Auch wieder schöne, entspannte Musik. Ist nicht mein Lieblingslied, aber durchaus akzeptabel. Am Anfang, die Musik, die war echt genial, fand ich. Wobei man ja auch noch entspannen kann. Ist übrigens von Epidemic Sound. Ja, wie gesagt, momentan bin ich auf der Gamescom in Köln, werde da so ein paar sag mal, Spiele antesten und habe auch ein paar Termine. Deswegen muss ich das halt auch wieder ein bisschen voraus aufnehmen. Vorgestern, das muss ich überlegen, vorgestern... Na, nee, ich weiß gar nicht, weil... Auf jeden Fall habe ich jetzt vor den Eurotruck Simulator 2 den Bus Simulator 16 aufgenommen, also einen Tag früher. Blend-Duos, alles klar. Ui, hier ist ein Kreisverkehr. 50 ist hier. Und, auch da sind wir schon ziemlich weit mittlerweile, kann man sagen. Und, genau. Meine Güte. Oh, schöner Fluss, oder kann man sagen? Ist das Meer wahrscheinlich? Bin mir nicht so ganz sicher. Jetzt 50. Dann fahren wir auf 50. Nee, also ist schon schön. Also in Island, ihr wart auch total begeistert. Also da war auch ein Kommentar, also... Er hat, also, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es eine Sie war oder ein, ich glaube, es war ein Er. Der hat, boah, ich war letztens da, oder ich war mal da und es sieht wirklich exakt gleich aus, das mit dem Hafen und so. Also, das, fand ich auch sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich sehr, sehr interessant. Und dann auch mal, also mal euer Feedback zu hören, wie das dann so im realen Leben ist. Weil ich habe ja gesagt, ich war noch nicht hier. Auch, also Island ist auch sehr interessant. Also was so, ich sag mal, ja, die Landschaft angeht. Also dann haben wir es mal so ein bisschen weiß, dann ist es mal wieder ein bisschen grün. Das Wetter verändert sich, ist eine andere Zeitzone. Also es ist schon sehr, sagen wir mal, ein bisschen spektakulär, kann man sagen. Übrigens, ich habe ja auch Würfel drin, also, ne? Ach genau, und wir haben natürlich Rex auch dabei, natürlich hier. Ach, übrigens, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ich habe einen Laptop mit, ne? Aber jetzt muss ich aufpassen. Ist nichts passiert. Der zeigt tatsächlich an, wie schnell wir gerade fahren. Wusste ich gar nicht. Interessant. Boah, das Bild gefällt mir jetzt nicht optisch so gut. Bin auch schon gespannt, wie das hier im LKW nachts aussieht. Also, da bin ich in der Tat sehr, sehr gespannt.
Weil natürlich, ne, es ist rote Beleuchtung, dann noch, ne, allein die Ausstrahlung, sag ich mal, unserer, sag mal, die Beleuchtung der Straße dann durch unseren LKW, also es dürfte interessant sein, vielleicht. Bin jetzt noch nicht nachts mit diesem Gespann gefahren. Aber es liegt auch sehr gut in der Kurve. Man muss aber auch sagen, wir haben nicht viel Tonnen dahinter, ne? Also der Trailer, also im Trailer sind wir schon mal gefahren. Aber der bietet sich halt eigentlich ganz gut an, um nach Norwegen zu fahren. Irgendwie Krone, vier Achsen transportieren wir. Fährt eher so langsam. Okay, jetzt ist wieder 50. Ja, okay, jetzt wird es natürlich dann doch schon ein bisschen kurviger. Aber es liegt sich tatsächlich sehr, sehr gut so einer Kurve. Also keine Probleme, es läuft. Es läuft bisher. Wie lange haben wir den LKW noch vor uns? Wahrscheinlich bis zur Fähre. Den dürfen wir gar nicht überholen, aber hier, also allgemein zu überholen, ist schon, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen zu gefährlich. Jetzt ist nicht mehr durchgezogen. Ja, aber ihr seht, er gibt auch Gas. Also er gibt jetzt Gas. Oh, da kommt uns mal ein Auto entgegen, tatsächlich. Wir fahren auch wieder 80. So. Was ist hier los? 50 ist hier, okay. Wir müssen aber sowieso abbiegen. Wow. Ihr habt es nicht gesehen, oder? Da müssen wir natürlich eigentlich verzahlen. Also das, da muss ich, ne, das finde ich selber nicht schön. Natürlich kann das passieren. Sollte aber nicht passieren, ganz klar. Ich hoffe, dadurch ist unsere Fracht nicht beschädigt, aber da gucken wir jetzt gar nicht mal drauf. Wir genießen einfach mal die Landschaft. Achtzig haben wir's, alles klar. Achso, was ich wollte noch auf einen Vorschlag eingehen. Und zwar wurde vorgeschlagen, dass ich mal auch mal ein LS-Projekt machen könnte. Habe ich ja schon mal gemacht. Werde ich aber, glaube ich, im 15er nicht mehr machen. Weil wir nähern uns ja den 17er schon und auch da weiß ich nicht, ob ich da wirklich ein eigenes Projekt mache. Weil das, ich glaube, das ist eher dann so, sag mal, Leos und Werners, sind das so Leo und Werners Projekte. Mal schauen, was da so kommt. Könnte ich mir aber auch vorstellen, also, wobei ich momentan eher weniger den Landwirtschaftssimulator 15 spiele. Ich habe ihn letztens im Stream tatsächlich gespielt und das hat mir auch wieder riesig Spaß gemacht, aber es kommen halt noch sehr viele Spiele momentan raus und man muss sich da auch da so ein bisschen mal orientieren, wie viel. Man möchte natürlich auch alles dann unter einem Hut hier bekommen. Jetzt nur 50. Weil wir möchten natürlich auch, dass der Euro Truck Simulator 2 möglichst immer kommt. Also dieses Projekt. Und natürlich auch der Bus Simulator 16. Und sag mal, kommt da noch ein drittes Projekt und ein viertes Projekt bei. Da müssen wir halt schauen, wie wir das machen. Das ist natürlich das Gute, dass wir mehrere Personen sind. Also der Leo, der Werner, der Walter. Also da haben wir schon, sag mal, sehr viel Auswahl. Das ist schon sehr cool. Wo man natürlich jetzt auch generell viele Landwirtschaftssimulationen oder beziehungsweise auch Management Spiele rauskommen. Also da werde ich mir heute mal anschauen.
Und für Gamescom sage ich mal ein paar. Soweit man natürlich mehr darüber erfährt. Ach ja. Ah, die Musik ist auch schon wieder sehr, sehr cool. So. Es geht natürlich immer durchgängig bergauf. Wir haben natürlich auch, ich sag's nochmal, wir haben einen sehr, sehr guten LKW. Also wir dürfen uns da nicht beschweren. Wir haben auch wenig Fracht und also wenig Tonnen. Also es kann nicht besser laufen, sagen wir mal. Und wir haben natürlich auch, achso, habe ich ganz vergessen. Wir haben in Reykjavik jetzt auch eine Niederlassung. Habt ihr auch vorgeschlagen und ich musste mir halt eine Niederlassung kaufen. Da, weil es gab halt dieses Kartenupdate, ich kann das ganz kurz noch erklären. Und dann wird man standardmäßig in der Hauptgarage zurückgesetzt. Das wäre jetzt in dem Fall Köln. Und dann musste ich mir ja vorher eine Garage kaufen, dass ich mich da halt zurücksetzen kann. Weil, das wäre sonst unrealistisch, wenn ich aber mal in Köln bin, sagen wir mal so. Deswegen habe ich gesagt, komm, kaufen wir uns dann eine schöne Niederlassung, eine schöne Firma. Und, ich glaube, das wird sich da lohnen. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Vor allen Dingen, weil Island ist einfach auch sehr schön. Also Reykjavik ist auch sehr groß. Island ist auch, ja, groß. Ist natürlich, dann mal nicht so groß wie Deutschland oder so. Oh, jetzt wird's hier. Oh Gott. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ist natürlich, Alter, es wird echt glatt hier. Ich glaub's nicht. Naja, gut. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Meine Güte. Es wird echt hier tatsächlich, ne? Glatt und eisig und was auch immer. Naja, gut. Ich werde mal hier die Stellung halten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier im Euro Truck Simulator 2 Discover the World wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye und ja, ciao.